Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute kommt mal ein ganz besonderer Trainingstipp. Eine Übung, die ich erstmal irgendwann selbst gefunden habe und dann gemerkt habe, hey, andere Profi-Bodybuilder kamen auch schon da drauf. Und es gibt ein wirklich tolles Gefühl. Diese Übung bringt eure Schultern so richtig zum Platzen und zwar genau den Teil, der eure Schultern ausmacht. Und das ist der mittlere, der die Schultern so richtig schön rund macht und vor allem von vorne und hinten ordentlich zu sehen. Die meisten von euch werden keine Probleme damit haben, vordere Schulter zu trainieren, der Brusttag oder die hintere Schulter, weil der Rücken immerhin da ist. Aber die mittlere Schulter ist die, die das Ganze Form gibt und gerade für Bodybuilder genau das ist, was wir haben wollen. Jetzt gibt es natürlich die beliebtesten Übungen dafür, alle Seitheben-Varianten, ob mit Kabel, an den Maschinen, an verschiedenen Maschinen, aber auch mit Kurzhanteln, ob ein bisschen vorgebeugt oder nicht. All das sind Seitheben-Variationen, die sind das A und O für die seitliche Schulter. Aber es gibt auch ein paar andere Sachen. Ihr findet auch irgendwo das Sniper-Training mal hier. Da seht ihr noch ein bisschen mehr Übung dazu. So etwas wie Aufwärtsrudern, was auch den mittleren Delta gut treffen kann. Da muss man aber schon aufpassen, weil das oft für die Handgelenke eine sehr umstrittene Übung ist. Jetzt machen wir eine Kombination. Wir versuchen ein wenig mehr Gewicht zu nehmen als beim Seitheben, dadurch so ein bisschen diese reine Isolation rauszuholen, trotzdem aber einen Reiz damit zu schaffen und eine Kombination zwischen Seitheben und Aufwärtsrudern. Und das Ganze machen wir einarmig. Ich habe mir dazu jetzt mal zwei Kettlebells geholt. Mit denen funktioniert das nämlich besonders gut. Das könnt ihr aber natürlich auch mit anderen Geräten und Varianten machen. Wenn ihr einmal das Grundprinzip dieser Übung verstanden habt. Lehnt euch irgendwo an. Ich kann nur empfehlen, irgendwo zu sein. Ich nehme jetzt mal so etwas hier oder eine Bank oder sonst irgendetwas, wo ihr euch aufstützen könnt. Das Wichtigste bei der Übung ist, dass ihr eine Stellung für euch findet. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Das Bein muss nach vorne oder sonst irgendwas. Ich nehme das Bein nach vorne von der Seite, die ich nicht trainiere, damit ich hier einfach ein bisschen mehr Raum habe. Das heißt, wenn ich jetzt mit rechts die Schulter zuerst trainiere, kommt das rechte Bein nach hinten, lehne mich aber trotzdem noch irgendwo gegen oder halte mich fest. Und dann kommt ihr aus einem Stretch, wo ihr das Gewicht haltet. Stretch bedeutet, hier wird die Schulter so ein bisschen nach vorne gestretcht und ihr geht nach unten, nach oben gezogen. Und das hier ist so ein bisschen wie beim Aufwärtsrudern, seht ihr, da ist der Bizeps dran beteiligt, so ein bisschen der Rücken. Und ihr versucht, das dann so hochzuheben. Und das ist so ein bisschen der Seitheben-Teil. Ihr versucht, hier hochzukommen und dadurch könnt ihr auch natürlich mehr Gewicht benutzen, als wenn ihr es rein beim Seitheben macht. Und ihr nutzt diese ganze Drehung mit aus. Das habt ihr beim Aufwärtsrudern sonst nicht. Da habt ihr nicht den Stretch drin, dass ihr wirklich nach vorne geht und das dann nach hinten zieht. Und ihr könnt euch auch nicht so gut die Position aussuchen, in der ihr landet. Das könnt ihr natürlich, weil ihr das einarmig macht, unheimlich gut machen. Wie dreht ihr das rein? Achtet vor allem aber darauf, dass der Ellbogen vorangeht bei der Übung. Denn wir erinnern uns, bei allen Seitheben-Varianten oder wenn wir den mittleren Delta treffen wollen, ist es ganz wichtig, dass die Bewegung meistens vom Ellbogen geführt wird. Sobald ihr hier mit hochgeht und das hier hochdrückt, habt ihr nicht mehr den mittleren Delta so stark drin, wie ihr es haben wollt, sondern hauptsächlich den vorderen. Geht also hier hoch, haltet es hier möglichst auf dieser Position, spürt es auch jetzt schon, ich spüre es schon ordentlich ohne Gewichte. Hier halten und wieder runter und hoch. Das Ganze könnt ihr im Rocky-Modus machen, bisschen mehr Gewicht nehmen und dadurch hochreißen, langsam dagegen ankämpfen. Das ist nicht so sauber wie ein Seitheben, das ihr oben halten werdet. Aber nicht sauber bedeutet hier nicht ungesund, sondern ganz im Gegenteil. Ihr habt endlich mal mehr Gewicht genau in dieser Peak-Position drauf, als ihr sonst haben werdet, weil ihr diesen Schwung nutzen könnt. Ihr könnt aus dem Rücken raus trainieren. Auch das könnt ihr beim Aufwärtsrudern nicht. Und diesen Schwung wollen wir hier. Solange ihr den Schwung hier oben abfangt und langsam dagegen ankämpft. Denn sonst bringt das Ganze nichts. Wir arbeiten immer nur dann mit Schwung. Kurze Seitenbemerkung. Auch Schwung beim Bizeps kann unheimlich euren Bizeps nach vorne bringen. Schwung so ist falsch, wenn ihr im Peak hier oben landet. Ihr wollt den Schwung haben, um diesen 90-Grad-Winkel zu überbrücken beim Bizeps. Also holt ihr Schwung, kommt aber hier oben wieder entgegen. Ihr seid hier wieder in der richtigen, korrekten Übungsausführung in der Spitzenkontraktion. Haltet hier und kämpft dagegen an. Sehr viel Fokus, sehr viel Willenskraft, sehr viel Konzentration ist dafür erforderlich. Für wen das nichts ist, der lässt die Übung besser sein. Die anderen probieren es mal aus. Ich zeige es euch jetzt erstmal mit simplen 8 Kilo. Hier fangt ihr an, bisschen Stretch nach vorne und hoch, halten, langsam runter. Halten, langsam runter. Halten, langsam runter. Eure Schultern sollten dafür warm sein. Habe ich das schon erwähnt? Solltet ihr natürlich auch selbst drauf kommen, gerade bei so einer Übung. Also habt sie gut vorher aufgewärmt. Jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht.
mit ordentlichen Gewichten. Mit 20 Kilo würde ich kein Seitheben machen. Muss ich erwähnen, dass ihr das auch mit dem anderen Arm dann noch machen müsst, mit der anderen Schulter? Wahrscheinlich nicht, oder? Fangt hier auch wieder mit der schwächeren Seite an und macht mit der stärkeren nicht mehr Wiederholung als mit der schwächeren. Grundsätzlich, wenn ihr schon unilateral trainiert. Versucht's mal. Das Schöne ist, ihr könnt so viel Variation reinbringen und ihr könnt so auf euren Körper eingehen wie bei keiner anderen Übung. Wie schon gesagt, das kann man auch mit Kabel machen oder auch mit Kurzhanteln machen. Warum ich das jetzt mit Kettlebells gemacht habe, das Schöne ist, dass das Gewicht wirklich unten hängt und nicht mehr hier an den Seiten. Für mich ein sehr gutes Gefühl, kann man sehr gut damit machen. Probiert es mal aus, schreibt mir in die Kommentare, wie euch diese Übung gefällt. Falls ihr noch mehr Fragen dazu habt, schreibt es mir ebenfalls in die Kommentare. Und bloß nicht vergessen, mir ein Like dazulassen, wenn euch der Tipp gefallen hat. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, folgt mir. Und jetzt gehe ich mal selbst ins Training. Macht's gut, bis bald, euer Matthias.